Servus Leute und damit ein herzliches Willkommen. Hier ist euer Legion Games LP, natürlich nur für euch. Team Deathmatch wird heute gespielt in Battlefield 4. Oh ja, Leute, ich hab's endlich durch den lieben Cruiser LP. Er war der König, der mich zu seiner Prinzessin gemacht hat. Okay, das war jetzt selbst gedisst. Egal, Leute, ihr wisst genau, was ich meine. So, ich habe bisher jetzt, glaube ich, so ein, zwei Runden gespielt. Ich habe echt noch nicht wirklich viel gespielt. What the fuck? Okay, ich habe noch nicht wirklich viel gespielt und meine Internetverbindung ist für den Arsch im Moment. Ne? Deswegen sieht das Spiel im Moment echt so ein bisschen daneben aus. Ne? Was ist hier los? Ist das Spielinhalt Erdbeben? Okay, vielleicht, keine Ahnung, egal. Wir zocken einfach mal. Ich habe, glaube ich, jetzt echt erst so zwei, drei Runden gespielt. Und ja, bisher hat das doch schon ordentlich Wumms gemacht. Auf jeden Fall. Zu den Maps kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Möchte ich auch noch gar nicht. Denn dort sollte man sich natürlich nicht zu übereifrig benehmen. Ah, komm, komm, komm. Egal, egal, egal. Zweierkill. Cool. Sehr schön. Ich hoffe, meine Internetverbindung kackt nicht ab. Ich weiß nicht, woran es liegt, Leute. Ich komme einfach nicht mehr ins Internet. Im Moment klappt es wieder. Aber zum Beispiel könnte ich jetzt zum Beispiel nicht mehr mit meinem Handy online gehen. Das geht aus irgendeinem Grund nicht. Auch mit meinem Laptop komme ich nicht ins Internet rein. Es ist echt verdammt komisch. Oh, ein bisschen offensichtlich hier alles, ne? Oh, ja. Da hat es irgendeiner auf mich. Da, warte, er ist hinter mir. Wo? Ich habe ihn gerade gesehen. Auf der Map. Komisch. Okay, wir jumpen jetzt einfach mal hier rüber. Ich kenne die Map nicht. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Außer schießen natürlich bei feinem Kontakt. Mehr weiß ich aber auch noch nicht. Ich gehe jetzt mal hier lang, denn von dort kamen gerade auch irgendwie die ganze Zeit die Gegner. Einen Scharfschützen habe ich gerade auf der Minimap gesehen. Oh, oh. Ja, er hat mich auch gesehen. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Okay. Ah, das ist... Ich finde es unfair, ganz ehrlich, Leute. Denn ganz viele Leute spielen hier Team Deathmatch. Ich habe jetzt schon zwei Runden, glaube ich, eine halbe Runde habe ich gespielt Team Deathmatch. Ne? Und ich habe direkt gemerkt, die Leute snipern nur. Die machen nichts anderes. Die haben da nämlich gar keinen Bock drauf, was anderes zu machen. Ah, das ist eine scheiß Position, die da hinten bezogen hat. Aber ich könnte auch sagen, ich scheiße jetzt einfach mal auf den und mache irgendwas anderes. Playmobil spielen oder so. Playmobil, keine Ahnung, oder Lego eine Runde. Aber ich glaube, das kommt nicht so gut an auf dem Schlachtfeld. Oh, Scharfschützen. Hier kippen einfach die Leute um. Das finde ich gar nicht so cool. Ah, falscher Beschuss. War nicht gut gemacht. Ich hätte warten müssen. Ich hätte einfach warten müssen, dann hätte mich auch nicht bemerkt. Denn jeder Schuss ist ja auf jeden Fall ein kleiner Verrat an sich selbst. Weil der Gegner weiß, wo man ist. Komm. Ah, sehr schön. Cool. Sehr schön. Auf jeden Fall die Grafik. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich irgendwas verbessert hat. Auch nicht verschlechtert. Ist natürlich, das wäre natürlich sehr scheiße und bescheiden, wenn sich was verschlechtern würde. Aber ich merke nicht jetzt so den großen Unterschied zu Battlefield 3 eigentlich so. Also für mich ist das noch fast genau dasselbe Spiel. Und ich denke, den Leuten geht es hier oftmals ganz genauso wie mir. So, jetzt fangen wir den ab. Ich hoffe jedenfalls. Ja, okay. Ich habe natürlich gedacht, das Ding hier wäre jetzt offen. Aber nein. Ich muss einfach echt sagen, so auf der PS3 erkenne ich jetzt kaum Grafikunterschiede. Auf dem PC wird das natürlich ganz anders sein. Ey, sehr schön. Die Runde läuft auf jeden Fall. Oh, oh. Ja. Komm schon. Oh, oh. Oh Gott, jetzt habe ich Angst langsam. Oh, ich werde verfolgt, ich habe es gemerkt. Oder? Komm her! Oh, jetzt habe ich Angst, dass ich gleich von hinten erdolcht werde. What the fuck? Ach, Gesundheit, ich glaub's nicht, Leute. Das kann doch nicht sein. 8% Gesundheit hat der junge Freund noch gehabt. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Okay, alles klar. Aber wir schalten auf jeden Fall, glaube ich, die nächste Waffe müssten wir jetzt eigentlich auch in dieser Runde freischalten. Ich glaube schon. Ich glaube, das war jetzt die Scar gewesen, wenn ich mich nicht recht entsinne. Uiuiui. Okay. Ah, meine Fresse. Terror. Überall Terror. Immer dieser Terror. Aber ich stehe auf Terror. Planet Terror.
Okay. Ah, Fighters. Okay. Wir gehen jetzt aber mal hier lang weiter. Oh, da haben wir was freigeschaltet. Offene Visierung, okay. Nicht so mein Ding. Oh, Leute, ich glaube, mein Laptop, der schmiert mir gleich ab. Nicht wegen Leistung, sondern ich habe vergessen, das Stromkabel reinzustecken. Und das ist irgendwie scheiße, wenn er jetzt einfach ausgehen würde gleich. Wenn ich das nächste Mal sterbe, stecke ich schnell das Stromkabel rein, mache danach einen kurzen Cut, damit ihr davon gar nichts mitbekommt. Und es passiert wie durch Zauberei. Okay, Teamkollege. Ah, das war natürlich sehr schlau von mir jetzt gerade hier. Oh, 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 oh. Scharfschütze, Scharfschütze. Wo, wo, wo bist du? Ich laufe einfach mal. Ah, da vorne ist einer. Aber ich schieße noch nicht. Ach so, hier ist euer Gebiet. Hey, ich geh mal, ne? Ich geh mal. Ah, dreckiges Scharfschützenpack, ey, ohne Witz. Verstecken sich da, wo man nicht hinkommt als Spieler. Ist natürlich sehr mutig von denen, ne? Auf jeden Fall. Ich finde die Map gar nicht mal so scheiße eigentlich. Die ist cool. Ich habe gehört, die Battlefield 4 Maps sollen auch nicht so gut sein. Habe ich jetzt des Öfteren gehört, dass die alten Maps sogar besser sind. Ah, der ist tot. Das ist sehr schlau von mir. Oh, und ich schieße auf Leichen. Immer dieses Leichenschießen. Nice, nice, nice. Roxanne 45 haben wir erwischt. Ah, das ist mir nicht geheuer, diese Situation. Da ist doch einer. Okay, habe ich doch richtig gesehen. Alles klar. Er hat sich um den gekümmert. Das gefällt mir. Yay, Daumen hoch. Nice. Oh, Trefferfeedback ist auf jeden Fall echt gut von dem Spiel, finde ich. Also, gerade diese Waffe hier macht für die allererste Waffe echt einen ordentlichen Wumms. Ey, guck mal, da haben die gegen so einen untrainierten Legion Games LP keine Chance mehr. Das ist lustig. Ich find's cool. Auf jeden Fall. Weil Battlefield 3 hat mir echt die letzte Zeit ja gar keinen Spaß mehr gemacht, ne? Weswegen ich es auch eigentlich nicht mehr gespielt hatte. Aber jetzt irgendwie kommt doch wieder die Lust und Laune, ne? Fick dich. Dankeschön. Oh, keine Munition mehr, aber wir haben Munition. Ja, komm. Aha. Verflucht. Feuerschutzhilfe, coole Sache. Warum? Muss ich hier irgendwas machen? What the fuck? Warum versinkt das im Boden? Ja, kein Wunder, dass ich keine Munition bekomme. Mann. Ach, das ist Heilung. Aha, ich bin so ein schlauer Hund. Ach, Mann. Ja, wir spotten den mal für die anderen da drüben. Ah, ich habe ja keine Munition mehr. Oh, ich bin so vergesslich. Alzheimer for the win, Leute. Ach, Mann, Mann, Mann. Dafür heben wir jetzt mal die Waffe auf, wir ducken uns. Dafür aber, komm, komm, komm. Ah, mit Dreieck macht man das. Gut, wenn man sowas nicht weiß. Oh, ey. Ja, schon besser, komm schon. Oh, da hinten stehen eine Menge Leute, haben wir eine Granate? Perfekt. Oh, was ist das denn für eine Visierung? Nein, 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 das ist mein Verderben. Ich könnte mir lieber in den Kopf schießen, das wird mehr bringen jetzt gerade, als so eine offene Visierung. Okay, wir fangen die jetzt einfach hier oben ab. Oh, fuck. Scharfschütze. Ich hör's schon. Huiuiui. Oh Gott, ich hab Angst. Ich hab echt Angst. Ah. Oh Gott, Glück gehabt, Glück gehabt. Uiuiui. Komm schon. Ah Gott. Sehr schön. Oh, da ist er, da ist er. Ich habe ihn gesehen, den Scharfschützen. Ich wette, ihr habt ihn nicht gesehen. Spult nochmal zurück. Er lag mitten auf dem Feld. Daher hätte ich jetzt mit der offenen Visierung keine Chance gehabt. Aber wir können natürlich etwas versuchen. Ich weiß nicht, ob es klappen wird. Sozusagen ihm einfach entgegenkommen. Ja, solche Strategien sind manchmal auch gar nicht mal so schlecht. Einfach mal dem Feind entgegenkommen und sagen, Hallöchen, hier bin ich. Oh Gott. Die Lage spitzt sich hier echt zu langsam. Ah, ja, ich hab's gemerkt. Ich wusste schon, ich bin jetzt tot. Okay, Leute, bis gleich. Ich mache einen kurzen Cut.
Nein, 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 nein. Drei, zwei, eins, los. So Leute, da sind wir auch schon wieder. Yay, yeah, ich hab's geschafft, das Stromkabel reinzustecken und jetzt können wir wieder volle Kanne loslegen. Okay, es sind auch nur noch 16 Tickets, sehe ich gerade für uns. Und unser Team, das schlägt sich eigentlich ganz gut. Damit kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Okay, war da jetzt wirklich gerade einer gewesen oder habe ich es mir eingebildet? Ich weiß es nicht. Drohungen sind nicht gut, Leute. Deswegen, ich weiß nicht immer, was Realität ist und was nicht. Oh, Glück gehabt. Ich hatte es nämlich gestern gehabt, da wollte ich ein Messer und in der Animation schießt er mir einfach in den Kopf rein. Ey, das war nicht cool. Ah, nächster. Cool. Und jetzt gehen wir natürlich hier nach unten. Okay, wenn dann noch einer steht, dann bleiben wir nicht hier an der Stelle, weil zwei Leute auf einer Stelle, das ist nicht so schlau. Aber das war schlau. Oh, oh. Ai. Oh, nein. Oh, nein. Etwa so knapp gewesen. Der andere hätte mich, glaube ich, gar nicht mal gesehen. Scheiße nochmal. Und dann kommt so einer von der Ecke. Mann. Alles klar, Sturmsoldat. Los geht's. Ja, dich habe ich schon gesehen. Dich habe ich schon gesehen. Nächster. Ah ne, jetzt habe ich ja keine Medikits mehr. Oder Mad-Eye-Kits. Okay. So, es ist sehr dunkel in den Häusern. Gefällt mir nicht. Aber wir müssen das Spiel eigentlich, oh Gott, aufstoßen. Gleich für uns entschieden haben. 6 Tickets hatten, ja, hat der Gegner noch, würde ich jetzt sagen, eher. Okay. Hier muss irgendeiner, ja. Oh, geh doch sterben, verdammt nochmal. Gibt's doch nicht. DBV 12. Hörte sich an wie so eine Schrotflinte. Ist es auch eine 12G-Schrotflinte? Oh Gott. Okay, das war jetzt echt ein bisschen scheiße gewesen, weil ich hätte eigentlich den taktischen Vorteil gehabt, ne? Aber kannst nichts machen. Es gibt Sachen. Ey, die sacken. Okay, ist der jetzt hier oben? Ne, der ist hier unten. Komm. Ah, lalalala. Fick dich. Yeah, ich habe ihn bekommen. Cool. Alles klar. Das war jetzt sozusagen meine allererste offizielle richtige Runde von Battlefield 4. Die Runde hat mir auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, mir zuzuschauen, wie ich ja doch schon ein bisschen abgegangen bin, ne? Für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Denn eigentlich, ja, steht so das Gerücht, ich bin so ein Mittelspieler, so ein nicht so gut, aber auch nicht so schlecht, ne? Aber diesmal war die Runde eigentlich für mich ganz gut, weil ich eigentlich ziemlich viel gerusht habe, ohne Erfahrung, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Und wir haben den zweiten Rang erreicht. Ist das nicht schön? Coole Sache. So, 21 zu 4, damit sind wir sogar Listenbester. Yeah! High Five, Bros, und ciao.